Glück auf und willkommen zurück zu Mad Max, wo wir jetzt mal gucken in der Werkstatt hier. Wir haben nämlich eine neue Karosserie zum Beispiel freigeschaltet. Death Rattle. Ran damit. Ja, sieht doch auch ganz interessant aus. Was? Halt, stopp. Nee, so haben wir nicht gewettet. Ich wollte gucken, was hier Neues ist. Ich will das hier ein bisschen aufrüsten. Hier haben wir auch eine neue Figur. Können wir sonst noch irgendwas aufrüsten aktuell? Hier können wir noch was aufrüsten hier. Erhöht Beschleunigung um, was weiß ich, wie viel Prozent, wie viel stand da? Ist das eine 80 oder eine 60 oder eine 90? Ist ja auch egal. Hier können wir nichts weiter ballen. Machen wir mal ein paar neue Reifen mit ran. Und da ist Schluss für heute. Ist doch eigentlich ganz schick, das Auto, ne? Ist doch eigentlich ganz schick. Gut, wir wollen heute weitermachen mit den Ballonfahrten, die wir noch hier in dem Gebiet von Gadgesh haben. Und allgemein halten wir wieder überall, wo es was zusammen gibt, an. Yay! Joa! Aber wie weit weg ist denn das Sammelgebiet, hör mal? Ich dachte, das liegt hier relativ nah und da muss ich bis sonst wohin oder was? Ich glaube ja, wo es hackt. Hallo? Oh, da ist eine Vogelscheuche. Kann ich die von hier aus eliminieren? Gibt es hier ein Sammelgebiet für mich? Au! Oh, shit! Boah! Ich glaube fast, ich bin hier richtig. I'm going. Wait here. Ah, hier geht's rein. Ich wollte schon sagen, hier muss es doch irgendwo mal reingehen. Ach, keine Munition! Oh, nicht schon wieder so ein Schildmensch. Jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe. Besonders du, du Affe. Jetzt bin ich nämlich wütend. So, ist jetzt Ruhe, danke. Ich darf doch das Messer bestimmt an mich nehmen, hä? So, was haben wir denn hier für ein schönes Relikt? Oh, ein Schneemann. Jungs, dieses Foto hat zwei Besonderheiten. Erstens war es der letzte Schneesturm der Geschichte. Zweitens hat eine örtliche Gang eine Bombe in diesen unschuldig erscheinenden Schneemann gesteckt. Und diesen junger Mann hat sich in Himbeerspray verwandelt. Vertraut nichts und niemandem. Pa. Na sowas. Ich krieg das doch. Oh, ein Festungsbauteil, nett. Sowas sieht man doch gerne. Können wir irgendwas Neues bauen? Irgendwas Tolles, was uns hilft, die Sammelstation vielleicht zu sehen? Madenfarm, 1 von 3. Na sowas. Danke. Zwei Schuss mehr. Ich darf doch mal hier lang. Und rein da. So, jetzt aber, hä? Ich war das nicht, wirklich. Ich habe damit nichts zu tun. Hört auf, mir immer sowas einreden zu wollen. Ich bin ganz ein freundlicher Mitmensch, ja? So, Monsieur Vogelscheuche, du willst eine dran haben, habe ich gehört. Geht das nicht, oder was? Man kann es auch wegziehen, wenn er wollt. Aha, das wird also nichts, ja? Gut, dann machen wir es halt wie gehabt. Oh! Oh, jetzt komm schon.
doch. So, und irgendwo da hinten war ja auch noch der Schnippermann. Der wird mir auch auf der Karte schon angezeigt. Mit dem habe ich noch ein Hütchen zu rupfen. Falls das der ist, den ich denke. Oh, lass das doch. Lass mich in Ruhe! So läuft das bei mir, Kollege. Oh, was? Noch ein Schnippermann? Wie viele von denen gibt's denn hier? Ich wollte doch eine Ballonfahrt machen, dabei bin ich hier die ganze Zeit nur am Aufräumen. So. War es das jetzt mit Schnippern? Ja, gut. Heidenei, immer gibt's was zu tun. So, Leute, jetzt sind wir aber wieder auf der Straße und vielleicht kommen wir ja jetzt auch irgendwann mal bei dem Ballon da hinten an, ne? Es wäre ja schön, mal ein bisschen in die Lüfte zu steigen und ein bisschen rumzugucken. Aber irgendwas kommt bestimmt wieder dazwischen. Zumindest irgendeine Sammelstation, denke ich mal. Weil hier wird es ja wohl noch die ein oder andere geben. Da ist noch eine Vogelscheuche, die uns ein wenig im Wege steht. Klappt das? Das klappt. Die können wir mitnehmen. Zack. So. Das könnte was zu sammeln sein, eventuell. Ach, wir sind schon da, ja dann. Oh, halt, stopp. Ich will vorher das Schrottding da haben. Ich komme. Weiter, weiter, weiter. Hi. Keep your head down. There's a lead slinger slinging lead yonder. If you want to keep that fine car of yours hole free, you do well just killing that long shooting roach. Okay. Krieg ich jetzt Barschrott hier oder was? Ein Sniper versteckt sich und schießt auf jeden, der sich ihm nähert. Finde ihn und schalte ihn aus. Belohnung Beute. What the fuck? Den hole ich mir. Pass auf, wie ich mir den hole. So, mein Freund, du kriegst gleich ein Messer in den Rücken. Hallo? Oder so. Krieg ich das Zeug? Danke. Boah, ich bin voll im Wutmodus. Dabei sind hier nicht mal mehr Gegner unterwegs. Ja, ich kann von hier aus ja eigentlich auch direkt weitergehen. Hier oben ist ja schon unser Fluggerät. Hier rollt eine Plastikflasche durch die Gegend. Auch schön. Öfter mal was Neues. Oh, kommt schon. Warum immer Sniper? Ah, lass das, du Sau. Ich will das nicht. Hast du eine Leiter? Ich würde dich nämlich echt gerne runterholen da. Ach, verdammt. Ah, shit. Na, komm runter, wenn du was willst.
Zu schade, der kommt nicht. Na gut. So, schönen guten Tag, Peter, mein Name. Ich würde gern hier rein, oder was? So, was gibt's hier zu tun? Das nehme ich mit. Oh. Weil sonst gibt's hier wohl nichts weiter. Nö, ich kann einfach abheben, oder was? Nee, doch nicht. Gut. Lässt sich ändern. Oh, shit. Werf's weg. Das habe ich nicht gewollt. Ich dachte, ich muss hier tanken. Das nennt man, glaube ich, auf ganzer Linie verkackt haben. Ah, hier liegt noch was. Oh, sieh mal einer an. Hätte ich doch fast was liegen lassen hier. Was sollte ich gestern zu sehen, Bruder? Das ist das Bild, von dem ich gesprochen habe. Ronny als Zombie verkleidet. Vor 3 Jahren war das noch vollkommen akzeptabel. Wenn man jetzt in dem Aufzug in eine Bar geht, wird man ohne zu zögern erschossen. Zu viele Krankheiten, Viren, all der Scheiß. Die Leute glauben tatsächlich, dass die Zombies kommen. Bis bald. So. Ballon auftanken, zweiter Versuch, dieses Mal ohne das Ding anzuzünden. Mal sehen, ob es was wird. Ja, aber warum klappt denn das nicht? Da! Oh Leute, was ist denn hier los? Irgendwas stimmt doch mit dem Spiel nicht, hä? Oh, lecker. Weil jetzt komme ich ja nicht mal mehr an den Benzintank ran, obwohl der da nur rumsteht. Ich möchte doch bitte nur das Fahrzeug tanken. Ich werde gleich sauer. Ich werde gleich richtig sauer. Mann, wo bist du denn? Ich brauche mein Auto. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier jetzt nicht... Oh. Also irgendwie ist das nicht mein Tag heute. Das ist nicht mein Tag. Der blöde Sniper geht mir auch gehörig auf den Sack. Dem mache ich gleich ein Ende. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt an den Tank da oben nicht mehr rankomme. Der steht doch nur rum. Darf ich mal einsteigen? Danke. Und ab dafür. Ja, ganz ruhig. So, jetzt fahren wir noch ein Stück weiter vor, Kollege. Und wir haben keinen Kanister geladen. Es wird ja immer fantastischer, wenn ich das mal sagen darf, ne? Es ist echt Wahnsinn, was hier so abgeht. Da freue ich mich richtig einen Ast. Ah, jetzt darf ich den aber nehmen. Ach, ich muss an dem Teil tanken? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber naja, gut, dann... Ich dachte, ich muss das da reinkippen. Da war so ein schöner Trichter dran und alles. Naja, Hauptsache ist, es geht jetzt nach oben. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, Leute! Verdammtes Gesockse! So, jetzt haben wir noch ein Kabel, dann können wir endlich fliegen, oder was? Danke. Bis man hier mal zur Potte kommt. Mein Gott, Walter. Aha, hier geht's hoch.
Aha, hier geht's rein. So, und jetzt aber ab dafür, da gibt's noch irgendwas, das ich erledigen muss. Nee, sieht gut aus, jetzt klappt's endlich, wird ja auch mal Zeit. Eine schwere Geburt war das, eine richtig schwere Geburt war das. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir von hier oben aus alles so entdecken. Hübsche Sachen, hoffe ich mal. Und vor allem nützliche Dinge. Da unten ist eine Vogelscheuche, sehe ich von hier aus schon. Ketevenev. 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 Irgendwo hat den Art. A Vogelscheuchli. A Vogelscheuchli. A Vogelscheuchli. Ah, Schnipper. Oh, ein Top-Dog-Lager schon wieder. Noch eine Vogelscheuche. Da gibt's hier nichts mehr, oder was? Ist ja gemein. Und abwärts, bitte. Ein bisschen schneller kannst du ruhig auch machen. Ich will ja heute noch unten ankommen, ne? Und aussteigen. Gut, da haben wir das jetzt auch schon mal erledigt. Und rein ins Auto. Womit fangen wir denn an? Hier ist eine schöne Sammelstation. Da würde ich gerne anfangen. Sammeln tue ich nämlich gern. Au, each, edge, orch. Au, nee, ah, oh. Schönen guten Tag. Peter will sammeln. Halt die Klappe! Lauf, Peter! Zonk! Hör auf, durchs Feuer zu rennen, das macht man nicht! Suchbereich 100%. Na, das war ja jetzt easy going, hör mal. Danke, dass ich einsteigen darf. Oh, hier gibt es eine Schanze, da will ich schanzen. Ich bin schon wieder voll im Gebietsaufräumwahn. So, wie soll man denn das Ding hier nehmen? Mit einem schönen Anlauf von hier aus, würde ich mal behaupten. So, Anlauf Nummer 1. Anlauf Nummer 2! Oh yeah! Ah! Gut, tun wir mal so, als hätte das nicht wehgetan. Da können wir ja mal hier drüben mit vorbeigucken. Da gibt es irgendwelche Informationen wieder. Todesläufer Stufe 2. Verzeihung! Hier oben ist direkt das Lager. Ui. Und da haben wir uns ja ganz schön in ein Gebiet gewagt, Mensch. So, guten Tag. Willst du mit mir reden, oder was? Hey, you know Roadkill. You that warrior. The one they say kills Roadkill. You're looking to kill more. There's a bunch inside. A Warbuckler even. Ah, schon wieder dieses Wort. Was ist das, ein Warbuckler? Ich kann mich nicht dran erinnern, in welchem Zusammenhang das Ganze steht. So, Nahrungsquellen entlang der Klippen. Im oberen Bereich befindet sich ein Bauteil. Das ist gut. Im Lager befindet sich ein Scrapulence voll Schrott. Mit anderen Worten, gibt es hier ganz schön was zu tun, Leute. Machen wir uns mal ein Stück vorwagen. Oh shit! Ah! Nee, jetzt komm aber runter, hör mal. Also irgendwann ist auch mal Schluss hier. Du hast nicht auf mein Auto zu gehen, ist das klar?
So. Gut, also bisher scheint die Festung nicht besonders gut bewacht zu sein. Ich würde sagen, wir machen hier am besten für heute Schluss und beim nächsten Mal erobern wir diese Festung. Das ist nur Wind, was hier so unheilvoll klingt, ne? Na gut, danke jedenfalls fürs Zuschauen und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Lord Peter.